Yo, was geht ab, liebe Freunde? Und willkommen zurück bei Mario Run. Gab ja eine ganze Weile mal nichts und ich habe mir gedacht so, ja komm, muss man mal ein bisschen weiter nacharbeiten und ja, leider Gottes durch den ganzen Weihnachtsstress und ging das Ganze nicht so einfach verstanden, ne? Wissen wir ja alle. Und ja, ihr habt das ja schon gehört, bei mir wurde Weihnachten eingebrochen und na, wurde so einiges geklaut. Beziehungsweise ich hatte den ganzen Stuff ja mit bei meiner Freundin und dort, als wir dann, naja, nach Hause gekommen sind, haben halt ein paar Sachen gefehlt. Da meinten irgendwelche, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ihr kennt mich, normalerweise nehme ich solche Schimpfwörter nicht in den Mund, aber asozialen Hurensöhne, uns da so beklauen zu müssen. Ja, waren dann alle Weihnachtsgeschenke weg, die meine Freundin organisiert hatte und noch vieles anderes. Ja, tut aber in dem Falle nichts zur Sache. Es muss ja trotzdem weitergehen, deswegen, ja, kneife ich einfach mal alle Arschbacken zusammen. Ja, sind zwei Stück an der Zahl und damit es hier weitergeht. Ein paar Sachen organisiert noch vorher, dies und das. Und, naja, es soll halt weitergehen, Leute, soll halt weitergehen. Ich habe sogar noch ein Kabel fürs iPhone organisiert, damit man das Ganze halt weiter aufnehmen kann. Und ich dann halt nicht immer zu meiner Freundin hin muss und mir da das Kabel bzw. das iPad schnappen muss. Und ja, bzw. in der Hinsicht sollte man eher meiner Freundin danken, denn die hat das Ganze gesponsert. Und ich würde sagen, dafür mal ein Hashtag beste Freundin in die Kommentare, denn das ist wirklich Support und sie will ja auch, dass es weitergeht mit dem Ganzen hier. Und dementsprechend, ja, ist das einfach mal ganz schön, jemanden zu haben, der das Ganze so akzeptiert, was man halt macht. Und ach, scheiße, Pause. Dementsprechend, naja. Es ist aber auch immer so eine Sache mit dem Geben und Nehmen, ne? Ich meine, man muss in einer Beziehung muss man immer für den anderen da sein. Deswegen, ja. Wir hatten halt wirklich jetzt ein beschissenes Jahr, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Dementsprechend kann das Jahr 2017 nur besser werden. So. Also, wo fangen wir an? Was wurde alles geklaut? Es wurden halt die Weihnachtsgeschenke geklaut und halt noch ein paar andere Dinge, die ich jetzt so nicht aufzählen will, kann, möchte, darf. Rein rechtliche Gründe hat das Ganze. Und bevor ihr halt so fragt, so, ja, was wurde denn alles geklaut? Dies und das. Von daher, ne? Ihr habt halt die Möglichkeit und Gelegenheit, wenn ihr helfen wollt, könnt ihr auch unter der, wenn ihr oben am Kanalbanner guckt, da gibt es eine Möglichkeit zu dem Tippi-Link. Da könnt ihr auch gerne ein bisschen was spenden, wenn ihr möchtet und könnt, um halt die gestohlenen Sachen zu refinanzieren. Das wäre halt super und sehr nett. Denn ich meine, hallo, es ist halt kacke, wenn man an Weihnachten beklaut wird und die Typen, die das gemacht haben, die haben halt keinen Anstand und ja, ne, ich meine, ich will jetzt ja auch niemanden verurteilen oder sonstiges, also ich mache es natürlich, ne, in dem Sinne. Was heißt ja verurteilen? Verurteilen ist es ja nicht, aber ich möchte mal so einen Appell an die Leute richten, die halt Sachen klauen oder sonstiges. Stellt euch mal vor, ihr freut euch Weihnachten auf euer Weihnachtsgeschenk, ja, was euch eure Freundin, eure Mutter oder sonst irgendwer geschenkt hat. Und ihr kommt nach Hause und irgend so ein asozialer Hurensohn oder was weiß ich was, ja, klaut euch da die ganzen Sachen. Ist halt ne bisschen asozial, da würd ich auch vollkommen ausrasten. Jetzt komm da mal hoch, meine Fresse. Wie gesagt, würde ich halt voll ausrasten. Und bin auch ausgerastet. Ich habe halt mit dem Freund von ihrer Schwester sind wir noch rumgefahren und haben die Spacks gesucht. Und ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, so, ich weiß nicht, was ich mit den Bastarden mache, wenn die uns in die Finger kommen. Also, da war ich schon wirklich im Rage-Mode, kannst du sagen. Ja, das ist schon nicht so fein. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Also grundsätzlich war das Weihnachtsfest eigentlich kacke. Es ist an dem Tag war es gelaufen. Ja, kann man nicht anders sagen. Weihnachten war an dem Tag für mich vorbei. Dafür war Silvester ganz geil. Also,
ich habe selten so ein cooles Silvester gehabt. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Und ja, ein bisschen lecker gegessen. Generell die letzten 2-3 Monate, da geht's mir wieder ein bisschen was besser als das ganze Jahr über. Das sagt mein Bäuchlein natürlich auch, ne? Wobei der schon manchmal so richtig am Platzen ist, aber ansonsten, ja, ist das Ganze vollkommen legitim. Wir haben uns jetzt gesagt, so fürs neue Jahr werden wir beide ein bisschen was an Sport machen, wieder. Ja. Und ich werde dann auch so immer mal meine Gewichtsweste, die ich vom netten Setzern habe, mitnehmen, um dort mit auch halt so Sachen wie, ja, Liegestütze zu machen und. Ja, meine Freundin war so qualvoll und hat 2 Kettlebells gekauft. Für alle, die nicht wissen, was eine Kettlebell ist. Das ist so ein Gewicht in Form von einer Kugel und die musst du dann halt mit einem Arm oder mit 2 Händen, je nachdem, was du für eine Übung machst, nach vorne ziehen. Und ja, das wird halt sehr, sehr anstrengend. Also, ich bin am Überlegen, ob ich das Ganze ein bisschen dokumentieren soll für euch. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sehen wollt, wie ich mich jetzt verändere in den letzten Monaten und so. Was heißt letzten Monaten? In den nächsten Monaten. Die Monate sind ja noch nicht vorbei. Die kommen ja jetzt erst. Und ja, sie hat halt extra Sachen dafür geholt und meinte so, ja, beide müssen halt ein bisschen was machen und besonders ich, denn ja, sagen wir es so, ich sag bei Süßigkeiten nicht gerade oft nein, denn ihr kennt das Ganze, ne? Nero und Süßigkeiten oder Nero und Cola, oh, das geht gar nicht. Wenn ich Cola trinke, dann das ist schlimmer wie, jetzt komm mal hoch, wie mit dem Setzern, ja? Der ist ja schon Cola-Holiker, aber bei mir, oh, holy guacamole, das ist so, das kann nicht gut gehen. Also, wie gesagt, ihr kennt mich und ihr wisst, das, sowas funktioniert halt nicht. Das geht nicht gut. So, aber lassen wir uns jetzt noch mal ein bisschen über Mario Run reden. Wir können ja zwischenzeitlich noch mal so ein paar Topics aufgreifen. Ich habe das Gefühl, das ganze Spiel sich so ein bisschen wie Kaugummi zieht manchmal. Und manchmal sind die Münzen so uneinsichtlich, dass man sich so denkt, so, oh, das ist echt so Bullshit. Jetzt hier geht es noch, aber zum Beispiel in, was machen wir jetzt? So, zack. Haben wir halt die Bubble verschwendet. Ist nicht schlimm. Jetzt wie in so einem Castle oder so, in so einem Ghost House, da ist da, das Ganze halt schon wieder eine ganz andere Geschichte, ne? Ich meine, hier zum Beispiel sowas, das ist ja Pipifax, ja? Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber wenn du dann erstmal eine halbe Stunde in so einem Bowser-Castle suchen musst, bis du da irgendwas gefunden hast, das ist schon so richtig harter Abfuck. Ja. Und falls einige von euch sich jetzt fragen, ja, Nero, warum hast du da so 2 fette schwarze Balken an der Seite? Oh, meine Stimme geht wieder flöten, Entschuldigung. Warum hast du da so 2 fette schwarze Balken an der Seite? Das ist, ja, das Problem von diesem Aufnahmeprogramm. Und naja, ich kann da auch nichts wirklich dran machen. Und das liegt halt am Aufnahmeprogramm und nicht an mir, falls ihr das jetzt so denkt. Ich könnte das halt mit einem Programm stretchen und, aber ich sag mir dann so, nee, da habe ich lieber den schwarzen Balken. Und ich denke mal, die meisten von euch gucken das halt ja jetzt ja nicht, weil irgendwie, ja, das Overlay total passt oder so, sondern ihr wollt Gameplay sehen, Leute. Ihr wollt Gameplay sehen. Richtig geiles Gameplay. Obwohl, fuck. Das war zum Punkt richtig geiles Gameplay. Das war eher Failplay, aber gut, okay. Das hat, was ist denn jetzt mit mir los, ey? Ich wollte schon sagen, das hat jetzt keiner gesehen, aber das ist ja, ja, Videobeweismaterial. Ich hoffe jetzt, dass da keine Münze drin war, weil ansonsten, ja, bitte lass da keine Münze.
Okay, hier könnte noch eine... What the... Hier könnte halt noch irgendwo eine sein und... Ah, da oben! Jawohl! Gut. Uah, manchmal denke ich mir so... zu kotzen. Das sind halt so Sachen, wo man sich halt wundert. So, kommt man da jetzt noch dran, ja oder nein? Und ja, das sind halt so die Kleinigkeiten, wo man sich denkt, könnte nicht, ne? Also, ja. Was soll man da sagen? Da sagst du eigentlich gar nichts mehr, oder? Nee, sagt man gar nichts mehr. So, grundlegend gesehen würde ich sagen, wir machen immer nach so einem Castle, machen wir Stopp. Denn ansonsten zieht sich das Ganze halt ein bisschen was. Beziehungsweise zieht sich nicht, sonst dauert das zu lange. Dann sind die Parts halt nur so 10 Minuten oder so lang. Ist für mich auch vollkommen okay, weil Mario Run... Ach, scheiße. Komm, zurück. Mario Run ist halt einfach nur... Ihr verarscht mich, oder? Mario Run ist halt ein kleines Projekt. Das heißt klein, wir machen es ja im 100... fuck it. Wir machen es ja im 100% Modus. Habe ich mir halt so gedacht und gehofft, gesagt, getan. Ihr kennt das ja, ne? 100% sind... Wenn ich sage 100%, dann fuck ich mich meistens übelst ab und... Ja. Keine Ahnung, Mann. Was soll ich da sagen? Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke... Alter, warum versprichst du sowas jedes Mal, ja? Ich meine, du weißt, dass es nicht hinhaut und trotzdem versprichst du es und du willst es denen halt immer wieder zeigen. Naja. Ja, das ist halt manchmal echt zum Kotzen. Ach, scheiße, und jetzt fängt es auch noch an zu hageln? Im Januar. Da könnte auch Schneeregen sein. Ich glaube eher Schneeregen. Oder einfach nur ein starker Blizzard. Wer weiß. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört. Ich glaube aber eher nicht. Das klatscht so richtig an die Scheibe. Generell lag letztens ziemlich viel Schnee. Und ich dachte mir so, geil. Weil wir sind morgens aufgestanden, gucken so raus. Meine Freundin so, Schatz, es hat geschneit. Und ich so, was? Verarsch mich doch. Ja, und dann war alles draußen schneeweiß. Und ja, war eigentlich ganz geil. So, Boom ist auch am Arsch und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen an dieser Stelle, hoffe, euch hat der Part mal wieder gefallen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.